Hallo, liebe Gäste, wir begrüßen Sie heute Abend herzlich zu unserem Gespräch und Interview mit dem Fotokünstler Florian Richter, den wir heute mit in der Runde begrüßen dürfen. Und dazu werde ich natürlich auch einen Platz einnehmen, wo wir vielleicht gleich einen Blick auch auf eins seiner Werke haben. Florian Richter lebt und arbeitet in Berlin als Fotokünstler und wir sind sehr gespannt, heute einmal auch einen Blick auf sein Schaffen und auf seine Werke zu nehmen und begrüßen hier bei uns Florian Richter. Hallo Florian. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen uns heute mal etwas intensiver um deine Werke kümmern. Wir haben ja hier in der Prince's House Gallery in der Ausstellung Aufbruch einige Werke von dir zusammengebracht. Und da lohnt es sich auch, glaube ich, etwas genauer hinzuschauen. Vorneweg, also hier im Hintergrund sehen wir einmal die Arbeit blauer Grund, kühler Grund, Entschuldigung. Aber vorneweg würden wir dich gern mal erstmal fragen, wie bist du überhaupt zur fotografischen Kunst gekommen und was hast du ganz am Anfang eigentlich gemacht? Vielleicht kannst du uns da einmal abholen. Ja, das hat eigentlich schon, weiß ich nicht, mit 15, 16 angefangen. Mein Vater ist daran schuld. Der hatte in unserem Haus im Keller eine ganz kleine Mini-Dunkelkammer. Da war gerade Platz für einen Vergrößerer und für ein Waschbecken und für drei Schalen. Und das hat mich immer neugierig gemacht. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er mir das mal zeigen kann. Und das hat er dann auch getan. Und seitdem bin ich fasziniert von dem Medium Fotografie und von der Dunkelkammer und was man da alles mitmachen kann. Und ich habe, so wie das wahrscheinlich vielen Leuten geht, die mit Fotografie anfangen, habe ich rumexperimentiert. Es waren vermutlich grauselige Bilder, die dabei rausgekommen sind. Unterbelichtet, zerkratzt, was weiß ich. Und diese Faszination hat immer angehalten bei mir und ich wusste eigentlich von Anfang an gleich, dass das mein Ding ist und dass ich das auch beibehalten möchte. Und so habe ich mich dann da auch durchgebissen und nach dem Abitur habe ich Praktika gemacht in der Nähe von Basel 2 Jahre. Dann musste ich zum Militär und danach ging es dann gleich dazu, Ausbildungsplatz zu suchen. Und da ich nicht Jura studieren wollte, wie mein Vater vielleicht gerne gehabt hätte, habe ich mich dann nach Berlin beworben, in den Lette-Verein und habe glücklicherweise einen raren Platz bekommen und bin dann nach Berlin gekommen und wollte da eigentlich nur für die Ausbildung 2 Jahre bleiben, aber irgendwie bin ich dann da doch hängen geblieben bis heute. Und bin ich dann so den klassischen Gang gegangen, wie Fotografen das eben machen nach der Ausbildung. Das war damals noch eine klassische Handwerksausbildung mit einer Gesellenprüfung. Habe ich dann assistiert bei verschiedenen Werbefotografen. Und da ich ja immer noch das Labor im Hinterkopf hatte, war es dann eben so, dass ich mit zwei Freunden auch ein kleines Labor für uns hatten und das kam dann immer mehr Berufsfotografen, die unsere Sachen ganz gut fanden, die wir da produziert haben. Und dann stellte sich schnell die Frage, ob man das eben professionell macht und eben nur das Labor oder ob man das weiterhin so für sich macht. Und die beiden anderen Kollegen haben sich dann für den Fotografenweg entschieden und ich habe das Labor gemacht und habe da mich versenkt in alle Techniken, die man damals zur Verfügung hatte, von der klassischen Schwarz-Weiß- und Farbfilmentwicklung, Vergrößerung, Baryt in Litprints, in Polaroids, in Lochbildkamerafotografie, habe ich alles ausprobiert. Ich war immer sehr neugierig, ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Bis, was heißt ich, also es kam dann eben die digitale Revolution und da ging es dann ganz schnell erstmal bergab mit der analogen Fotografie, so dass ich mich entscheiden musste, was passiert jetzt? Und dann kam ich zu einer Hassliebe eben zum Computer und zum Tintenstrahldrucker, und den ich bis heute
ich weiß nicht, ob man das große Foto sieht, hinten im Hintergrund steht da, den ich bis heute habe und mit dem man ganz fantastische Sachen machen kann. Und seit 2005 fotografiere ich wieder verstärkt für mich selber und mache Ausstellungen und bin jetzt dann ganz relativ neu in der Prinzhausgalerie gelandet. Ja, genau. Und da freuen wir uns auch sehr. Das war für uns auch eine ganz tolle Entdeckung aus mehreren Gründen. Das heutige Gespräch ist ja auch überschrieben mit Fotografie und Malerei. Insofern wollen wir da auch vielleicht gleich noch ein bisschen genauer hinschauen, was hat es denn damit auf sich. Wir zeigen jetzt hier gerade eine Arbeit, die ein bisschen älter ist. Die zeige ich, weil du ja kein gebürtiger Berliner bist und dich ja auch immer wieder in die Heimat zurückverschlägt. Was sehen wir denn hier gerade für eine Arbeit? Ja, gebürtig bin ich aus Westfalen. Wir sind aber, als ich 7 geworden bin, sind wir nach Freiburg im Breisgau was heißt zurückgezogen, sind wir da hingezogen und da bin ich auch geblieben, bis ich ausgezogen bin und das war meine Heimat und wir haben da Ferien gemacht, ich habe da Schule gemacht und mit diesem Fleckchen Erde bin ich sehr verbunden. Und das Bild, was wir jetzt sehen, das ist der Stübenvasen, heißt das. Das ist aus meiner ersten umfangreicheren Serie, die ich gemacht habe, ich glaube aus 2005, als ich begonnen habe, auf meinen Wanderungen und Spaziergängen im Schwarzwald, inspiriert von dem Schwarzwaldmaler Hans Thoma. Da habe ich ein Museum besucht, das Hans-Thoma-Museum in Bernau. Und der ging halt immer los mit seiner Staffelei und einer kleinen Leinwand, spazierte rum, wanderte rum und machte von kleinen, wunderbaren Fleckchen, die er gefunden hatte, Zeichnungen. Und das fand ich sehr attraktiv, diese Idee. Und habe dann immer eine Polaroid-Kamera, also für diese Serie eine Polaroid-Kamera mitgenommen. Das ist also ein Sofortbild. Also man kennt das vielleicht von früher, Familienfotos fotografiert, man wackelt ein bisschen mit dem Bild und nach 1, 2 Minuten erscheint dann wie von Zauberhand eine Abbildung. Und so habe ich das dann eben auch gemacht. Und bin, man muss schon sagen, jahrelang durch den Schwarzwald getigert, gewandert und habe Fleckchen und Eckchen fotografiert, an denen ich oft war und mit meinen Eltern oder auch alleine, die mir irgendwie was bedeuteten. Und diese Ausstellung habe ich dann lustigerweise tatsächlich auch im Thoma-Museum in Bernau zeigen dürfen. Die Serie hieß Heimatgang. Aber ich wechsle dann hier direkt mal auf eine weitere Abbildung, Brautrommel. Das ist nämlich eine der frühen Abbildungen gewesen, die ich von dir entdeckt hatte und die mich dazu bewogen haben, dann auch mit dir in Kontakt zu treten. Und an der ich finde, man auch ganz schön sehen kann, was deine Fotografien auszeichnet. Vielleicht mache ich es auch nochmal groß. Denn das, was mich damals so wahnsinnig überrascht und begeistert hat, ist einfach dieser malerische Anstrich. Also ich habe im ersten Moment gar nicht geglaubt, dass ich es mit einer Fotografie zu tun habe. Da musste ich schon ein bisschen genauer hingucken, musste auch vergleichen mit anderen Abbildungen und musste zugestehen, ja, okay, es ist doch eine Fotografie, die aber ganz bewusst eben so einen malerischen Duktus hat. Wenn man jetzt zum Beispiel auch in eins deiner anderen Werke schaut, zum Beispiel aus der Island-Serie, gesellt sich hier noch ein anderes Moment hinzu zu dem Malerischen, nämlich eine gewisse romantische Lichtstimmung. Und da jetzt mal die Frage, wie sehr spielst du da auch bewusst mit diesen Bezügen zu diesen malerischen Aspekten, den man ja eigentlich in der Fotografie auch ganz gut verorten kann, Anfang des 19. Jahrhunderts, aber auch mit den romantischen Aspekten? Ja, den Piktorialismus, den habe ich eben auch im Zuge meiner Serie da 2005 mit dem Heimatgang kennengelernt und den habe ich sofort geliebt. Ich habe mich aufgrund der Sammelleidenschaft meines Vaters, der viele Bilder gesammelt hat, eben auch war ich täglich umgeben von Malerei, aber mein Vater hat eben Malerei gesammelt und ich hatte den Faible für Fotografie und
durch Stöbern, eben durch Kataloge und mich selbst beschäftigen mit dieser Thematik, bin ich auf den Piktorialismus gestoßen. Das war knapp vor 1900 eben eine Strömung, der Übergang von der Malerei zur Fotografie. Das ist also ein Riesenthema. Vielleicht kann man das hier nur kurz anreißen, weil das zu umfangreich ist. Das war eine ganz emotional aufgeladene Situation, weil entweder hasste man die Fotografie oder man mochte die Malerei nicht, und da bildeten sich also wirklich Lager. Und ich habe da ein ganz lustiges, also das heißt lustig, ein Zitat gefunden von Charles Baudelaire, dem französischen Romancier, der mittendrin in diesem Geschehen war und die Fotografie komplett abgelehnt hat. Und vielleicht kann ich das kurz vorlesen, da sieht man sehr schön dran, wie verhärtet die Lager gewesen sind. Der hat da geschrieben: Da die fotografische Industrie die Zuflucht aller verkrachten Maler war, deren Begabung oder deren Fleiß nicht hinreichten, ihr Studium zu Ende zu führen, so trug diese Überschätzung nicht nur das Merkmal der Verblendung und des Schwachsinns, sondern sie hatte auch noch einen Anstrich von Rache. Also er meinte, dass alle Leute, die jetzt auf die Fotografie umspringen, verkrachte Künstler waren, die es talentmäßig und ansonsten auch nicht geschafft haben, die Malerei zu vollenden, und mussten eben der Einfachheit halber auf die Fotografie umsteigen. Also ich bin da nicht ganz so krass in dieser Sache, auch wenn ich vielleicht, weiß ich auch nicht, ich finde das eine wunderbare Vermischung, eben diese beiden Ebenen übereinander zu legen und nicht zu wissen, was ist jetzt hier Malerei, was ist Fotografie. Es gibt viele wunderbare Bildbeispiele. Ich weiß nicht, jeder kennt vielleicht Edward Steichen, also hat ihn vielleicht schon mal gehört. Der hatte das erste Bild gemacht, Piktorialismus, das für über $1 Million versteigert wurde. Es ist so ein ganz kleines Bild, das heißt Moon over the Pond. Es ist postkartengroß und eine ganz fantastische Anmutung. Das hat mir also so gut gefallen, dass ich mich darauf eingelassen habe und versuche, eine Mischung daraus zu machen, dass ich meinen Weg durch die Fotografie finde und meine Vorstellung von Landschaft auf das Papier bringen kann. Und ich weiß nicht, ich erzähle vielleicht einfach mal, wie ich da so arbeite. Das Bild, was wir jetzt hier sehen, Brautrommel, das wird eigentlich ganz herkömmlich auf Negativ fotografiert. Was ich dann entwickle, scanne und mit Bildbearbeitung bearbeite. Und ich lege auf diese Bilder verschiedene Schichten. Also man muss sich das vorstellen im Photoshop. Man hat das Bild und man legt immer oben drüber mehrere Schichten von verschiedenen Dingen, die man da stapeln kann. Also Tonwertkorrekturen und aber auch so eine Art Folie. Ich arbeite viel mit Folien von Reproduktion, von vergilbten Buchseiten oder von Schimmel. Die arbeite ich da ein und herauskommt dann erstmal ein dunkles, fast schwarzes Bild, und dieses schwarze Bild bearbeite ich dann wieder mit einem Pinsel, mit einer Art digitalen Pinsel und mit einem Spachtel, wo ich die Details aus diesem dunklen bis schwarzen Bild wieder herauskratze, und dadurch entstehen dann, wie man hier auf diesem Bild sieht, helle Partien wie in den Ästen da, der Birke, oder dunkle Partien, die ich dann nicht so stark bearbeite, dass es an den Rändern so ausläuft, damit das eine Wirkung hat, als wäre das Bild aus dem Papier herausgerissen worden. So. Danke dir schon mal. Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurück auf den Piktorialismus auch noch mal, um einfach auch noch mal so ein bisschen den Stellenwert klar zu machen, den der damals hat. Du hast es ja mit dem Zitat auch von Baudelaire schon unterstrichen, aber man kann sich das heute nicht so vorstellen. Ich meine, wir haben heute so den Kunstkosmos, dass ein Jeff Wall sagt, die Fotografie löst eigentlich jetzt die Malerei ab, ne? Wenn man das mal so runterbricht.
Damals war das natürlich alles andere als selbstverständlich. Wir haben uns in der Situation befunden, da wurde eine neue wissenschaftliche Methode entwickelt. Die hatte eben abbildenden Charakter. Und so hat man angefangen, eben damit zu experimentieren. Und nach kamen dann doch aber auch so Ansprüche auf, ob da nicht auch eine gewisse eigene kunstvolle Stilrichtung, nämlich die Kunstfotografie, nicht Bestand hat neben den anderen Gattungen. Und da wurden natürlich die Platzhirsche ganz unruhig, die Naturalisten, die Realisten, aber auch die Impressionisten, die das dann natürlich alle abgetan haben. Und dann gab es einige auch größere Theoretiker, zum Beispiel Henry Peach Robinson oder auch Peter Henry Emerson und auch viele andere, die sich dann eben da auch wirklich breit ausgelassen haben, darüber zu schreiben, warum das denn jetzt eigentlich einen eigenen Anspruch, einen eigenen künstlerischen Anspruch hat und nicht einfach nur ein reines Abbilden der Realität ist, oder warum vielleicht genau das etwas zur Kunstform erhebt, wenn man es abbildet. Auf jeden Fall ging die Diskussionslage hin und her und Emerson selber ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Der war ein ganz großer Verfechter zu sagen, also wir haben natürlich Bestand neben dem Impressionismus oder neben den grafischen Künsten, hat die Fotografie natürlich ihre eigene Rechtfertigung und kann daneben bestehen. Und dann schreibt er aber einige Jahre später, nämlich 1891, einen Aufsatz Der Tod der naturalistischen Fotografie, ein Widerruf. Und daran sieht man ganz toll, wie da auch das Meinungsbild unklar war und man eigentlich nicht wusste, wohin man will. Und da schreibt er, die Beschränkungen der Fotografie sind so groß, dass die, wenn auch seine Ergebnisse ein gewisses ästhetisches Vergnügen vermitteln können und es bisweilen auch tun, für immer als die niedrigste aller Künste gelten muss. Geringer als jede andere grafische Kunst, denn die Individualität des Künstlers ist hier eingeschränkt. Das heißt, sie kann sich kaum auswirken. Kontrolle des Bildes ist nur in einem sehr geringen Maße möglich und so weiter. Also im Grunde widerruft er alles, was er vorher gesagt hat, um irgendwie die Fotografie zu nobilitieren und zur eigenen Kunstform zu machen. Was auffällt, ist, dass alle diese Schriften doch eher immer im sensualistischen Bereich unterwegs sind und eine Rechtfertigung immer damit suchen, dass eben die Natur abgebildet wird. Und das macht für mich jetzt den Bezug bei dir auch so interessant, Florian, in Bezug auf die Romantiker, weil die Romantiker ja nochmal mit einem ganz anderen Geist ins Rennen gegangen sind. Ja, man hat sich so ein bisschen gegen die Entzauberung der Welt gewendet. Also man hatte so die Anfänge der Industrialisierung, der Aufklärung, des Rationalismus vor Augen. Und da haben die Romantiker gesagt, da müssen wir eine ganz andere Verzauberung wieder herstellen. Und das ist auch der Punkt, der mich bei deinen Bildern immer so wahnsinnig bewegt, die Verzauberung der Welt. Denn ich glaube, dass das Thema nach wie vor heute aktuell ist. Und genau. Mich würde jetzt nochmal interessieren, inwiefern du dich auf diesen Scheidepunkt der Fotografie im Piktoralismus, also auf diesen Anfang eigentlich, wo man sich versucht hat, selber als Fotografie zu einer Kunstform zu etablieren, inwiefern du dich auf diesen beziehst. Ist das mehr ein Rückbesinnen auf alte Technik oder was hat es damit auf sich? Also ein Rückbesinnen auf alte Techniken ist das eher nicht, weil dann müsste man Daguerreotypien machen und Salzprints und keine Ahnung. Das war ja die Phase der Veränderung und man suchte da einen Weg, um stabile und auch farbige Bilder zu machen. Das ist ja jetzt inzwischen gelungen. Ich sehe das eher als Stilmittel, als mein persönliches Stilmittel, um Landschaften darzustellen, ach, jetzt hänge ich ein bisschen. Also diese Bilder, die Landschaften, die ich darstelle, das sind teilweise Fantasieprodukte oder sind gar nicht so zu finden, wie ich sie fotografiert habe. Nicht nur, weil ich die Farben verfälsche oder irgendwo einen Baum retuschiere, also retuschieren tue ich eher wenig, aber es kann bei mir auch durchaus vorkommen, dass da vielleicht, wie
bei dem Bild mit dem kühlen Grund, was wir vorher gesehen haben, dass dieser Wasserfall zum Beispiel gar nicht so da ist, wie er da abgebildet wird. Also ich finde das toll, das ist ein Fantasieprodukt, was bei mir entstanden ist. Also den Wasserfall gab es natürlich, aber nicht so in dieser Form. Also er hat, ich will jetzt ja gar nicht so viel verraten, er hat jetzt vielleicht nicht so viel Wasser geführt und bei mir ist es ganz oft so, dass die Bilder Nachtaufnahmen sind, aber es kann auch sein, dass es gar keine Nachtaufnahmen sind. Das bleibt dem Betrachter überlassen, das herauszufinden. Bei mir ist es so, wenn ich die Aufnahmen mache, dann also ich kann mich da auch gar nicht so richtig drauf vorbereiten. Das sind alles Zufallsfunde und ich sehe erst vor Ort. Ich weiß natürlich, wenn ich jetzt nach Island fahre, da gibt es Gletscher, da gibt es Berge, da gibt es Meer und ich weiß auch, dass ich da eine bestimmte Route nehmen muss. Aber alles, was ich abbilde, das sind Zufallsfunde. Und manchmal stehe ich eben so davor und bin ganz begeistert und drücke dann da drauf. Also jetzt sehen wir hier zum Beispiel das Londrangar-Bild aus Island. Man kommt da eben mit keiner Vorstellung hin und jetzt speziell bei dem Londrangar-Bild landest du da eben auf einer Art Parkplatz, auf einem Plateau und du steigst da aus und du stehst plötzlich in einem tosenden Wind, 100 Stundenkilometer schnell, man muss sich 4 Hosen anziehen, damit man nicht erfriert. Man kann kaum irgendwo an der Klippe stehen und nicht weggeblasen werden. Und du siehst aber eine Landschaft als wie aus Star Wars oder von Disney erfunden. Aber die Landschaft ist da eben so zu finden. Dann fotografiere ich das und das ist aber alles bei mir irgendwie so, also ich registriere das und fotografiere das und habe so eine Erinnerung, da gibt es also Gischt und Brandung, meterhohe Wellen, ein irrsinniger Lärm und ein Sonnenuntergang. Das ist alles sehr wahrnehmungsgesteuert und manchmal muss man auch sehr viel Geduld haben und vielleicht mal eine Stunde irgendwo stehen bleiben oder nochmal zurückkommen und sich selbst so ein bisschen verlangsamen und dazugucken. Und wenn ich das dann fotografiert habe, bleibt das erstmal tatsächlich 2-3 Monate liegen als unentwickelter Film. Dann wird das entwickelt und diese Phase dieser Warteprozess, den finde ich unheimlich wichtig, weil das, ich weiß nicht, jeder kennt vielleicht diesen Effekt, wenn man bei einem Unfall Zeuge wird. Zwei rote Autos krachen zusammen und Leute sind erschrocken und werden von der Polizei befragt und schwören, dass das eine rote Auto blau gewesen ist. Das heißt also, man hat eine Erinnerungsverfälschung und das gibt es im negativen wie im positiven Sinne. Und ich mache mir das zunutze, diesen positiven Effekt, dass man vor einer Landschaft steht, wie jetzt hier zum Beispiel wieder mit diesem isländischen Gletscherabbild vor dem Meer, dass man seine Aufmerksamkeitsbereich weitet und alles aufnimmt, aber keine großen Details aufnimmt. Dadurch wird das Gedächtnis anfällig für Verfälschungen. Und das nehme ich mit in diesem entwickelten Film. Und wenn ich das dann scanne und bearbeite, denke ich mir manchmal, aha, so sah das da aus, das hatte ich aber ganz anders in Erinnerung. Oder wo ich dachte, Mann, das ist ein super Bild gewesen und das genauso möchte ich das machen. Da bin ich dann total enttäuscht von und es ist, kommt gar nicht in Frage, da überhaupt irgendwas draus zu machen. Und diese Bildbearbeitung, die ist bei mir dann im Gegensatz zur Aufnahme nicht wahrnehmungsgesteuert, sondern mehr emotionsgesteuert. Und da lasse ich dann meiner Fantasie freien Lauf. Und da erinnere ich mich dann immer an den Piktoralismus. Ich möchte also ein Bild machen, was malerisch wirkt. Es kann auch Anflüge von Kitsch haben. Aber es muss mich immer irgendwie berühren. Und ich lasse mich da oft von Musik leiten. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir, dass Musik bestimmte Bilder anders darstellt. Also wenn du unterschiedliche Musik zu einem Bild laufen lässt, hast du unterschiedliche Bilder, obwohl es dasselbe Bild ist.
Dann bearbeite ich das und entscheide mich dabei, zum Beispiel, wie soll das Bild aussehen? Soll das jetzt eher ein Tagbild werden oder ein Nachtbild? Vielleicht habe ich es bei Nacht aufgenommen, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon? Und ich lasse mich dann so ein bisschen, so dieses vielleicht ein bisschen kitschige Wort, das Zauber des Lichts, lasse ich mich dann von leiten, weil das die Natur einem ja ganz oft schon diese Situation vorausgibt. Also wie man jetzt bei dem Meerbild sieht, dass man da hinten ein Streifen von Licht hat, alles andere drumherum ist dunkel und nebelverhangen und sieht eigentlich eher unattraktiv aus, und dann bricht das plötzlich oben auf und für 10, 20 Sekunden wandert die Sonne über diesen Berg, und diesen Moment gilt es dann festzuhalten und irgendwie herauszuarbeiten. Genau, und dadurch, dass ich dann wieder vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Londrangar, zu dem Sonnenuntergangsbild. Es wird, ich denke ja, dass das schon ein bisschen kitschig ist, auch wenn es per Definition nicht kitschig ist. Man sieht hier schön, also man denkt ja, das ist eine perfekte Landschaft. Man steht vor dem Sonnenuntergang, wir sehen Wellen brausen, aber ich habe das ganz anders empfunden. Ich habe da eher empfunden, dass das ganz gefährlich ist, eine Gefahr. Also dieser Lärm, der da tosende Lärm von meterhohen Wellen im Wind, trotzdem die Sonne, scheint erst eine perfekte Landschaft zu sein, und beim zweiten Hingucken ist das eigentlich fast schon, also jetzt übertriebenermaßen gesagt, eine todbringende Landschaft, weil wenn ich jetzt da in das Wasser steigen würde oder auf einem der Felsen unten stehe, wäre ich in kürzester Zeit verloren. Und das finde ich so ganz gut, dass man immer nicht genau weiß, dass man erst denkt, es ist das eine, und dann ist es aber doch vielleicht in Wirklichkeit das andere. Und lustigerweise werde ich relativ häufig darauf angesprochen, finden viele Zuschauer toll. Also gar nicht, weil es vielleicht kitschig ist, sondern weil sie das in irgendeiner Form anspricht. Und dieses unterbewusste Ansprechen, das finde ich faszinierend. Ja, das ist ganz toll, dass du diesen Aspekt jetzt mal ausgeführt hast. Ich glaube, da hast du auch wahrscheinlich so mit die größten Berührungspunkte mit der romantischen Kunst. Also du erzeugst eine ästhetische Erfahrung, eine Stimmung, bei der natürlich beides reinkommt. Zum einen hat man erstmal ein schönes Antlitz, was man anschaut, und dann wird zugleich die irdische Begrenztheit durch diese Gefahr, die da eigentlich droht, mit sichtbar. Genau wie das Caspar David Friedrich oder andere auch sichtbar gemacht haben, natürlich immer noch mit der Brechung, dass dann die Verlängerung ins Himmlische oder die Macht, die göttliche Macht des Ganzen über allem steht. Und da würde mich jetzt noch mal ein bisschen genauer interessieren, zum einen, was für dich eigentlich eine Landschaft ist, weil ich sehe bei dir immer ganz schnell Parallelen auch zur niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, eine Hochphase in der Kunstgeschichte, in der überhaupt erstmal diese Gattung der Landschaft entstanden ist. Also für alle nur ganz kurz runtergebrochen, im Mittelalter und dann auch in der Renaissance war Landschaft nie um ihrer selbst willen dargestellt worden, sondern war immer Kulisse für etwas, sei es nun für eine religiöse Darstellung aus der Christuspassion oder für irgendeine Herrscherdarstellung. Aber im 17. Jahrhundert in den Niederlanden, in einem Land, was damals in der Blüte und im Wohlstand stand, da brach eben auf einmal eine ganz eigene Gattung hervor, neben anderen. Also es gab dann das Stillleben, es gab das Seestück, da wurde sich immer mehr spezialisiert, weil man eben immer unabhängiger wurde von Auftraggebern. Und es gab eben die Landschaft, da natürlich auch sehr stark gepaart mit der eigenen Landschaft. Also es wurde für den Markt produziert, was man so an eigenen Landschaften hatte. Und weil man wusste, man findet seinen Abnehmer, weil der Wohlstand so groß war, konnte diese Gattung eben so gedeihen. Also da würde mich zum einen mal interessieren, was ist für dich eine Landschaft, eine Landschaftsdarstellung? Und das ist ja durchaus eine Gattung, die ist jetzt selbstverständlich. Und das andere ist, das spielt damit so ein bisschen einher, welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in deinen Darstellungen?
Man sieht ihn nie. Ja, also ich kann durchgucken, wie ich will. Man findet eigentlich nie eine menschliche Figur. Und doch ist das Ganze ja durchtränkt von einer Stimmung, die ja vom und für den Menschen ist. Ja, also das ist richtig. Bei mir findet man keine Menschen und ich versuche auch Bilder zu machen, in denen keine Spuren von Menschen zu finden sind. Der Mensch, also die Natur braucht den Menschen nicht. Trotzdem brauche ich als Florian Richter brauche die Natur. Und für mich ist das die Darstellung der Landschaft als atmosphärische Stimmung zeigt das, was ich fühle und was ich denke. Und ich kann mich in diese Landschaft versenken. Und diese Landschaft hat für mich, das sind so viele verschiedene Sachen, die da widerspiegeln in das, was in mir drin ist. Das kann feierlich sein, das kann Einsamkeit sagen, das kann sein, das kann, wenn das Licht durchflutet ist, ist es vielleicht ein Hauch von Illusionen, der man sich hingibt. Diese farblichen, romantischen Darstellungen und die Einfachheit meiner Landschaftsfotografie, also das sind ja jetzt keine aufwendigen, das sind ja alles so kleine Blicke, die man hat, wenn man daran vorbeigeht. Das ist alles nicht in dem Sinne aufwendig, sondern einfach. Und das erzeugt in mir drin von der Landschaft einen traumhaften Charakter. Und ich möchte den Menschen so ein bisschen, der von dieser Landschaft entfremdet ist, weil er sie eigentlich nur als sein Kulturgut ansieht und als nutzbare Fläche, möchte ich irgendwie wieder zusammenführen. Und ich möchte eher, dass er vor meinem Bild oder vor dieser Landschaft steht, als dass er selber in dieser Landschaft steht. Weil so habe ich das Gefühl, dass er damit nichts Negatives veranstalten kann. Und diese Stimmung der Landschaft ist immer meine Stimmung, die ich gerade habe. Also wenn ich jetzt hier vor dem Chimabula stehe, sehe, das ist ein gewaltiger Felsblock mit Regenwolken, mit Sonnendurchbruch, ein relativ großes Bild. Und genauso habe ich das dann auch empfunden. Wieso habe ich das vorgefunden? Die Farbgebung, die ich dazu mache, das entspricht meiner Stimmung. Ja, das, ich muss schon sagen, dass ich auch immer eine gewisse Schwermut hege. Also ich mag das ganz gerne, wenn es ein bisschen schwerer wird und kann auch traurig sein und vielleicht kann man auch mal eine Träne verdrücken, keine Ahnung, diese Bilder, mit diesen Bildern möchte ich den Leuten zeigen, dass die Landschaft etwas Wertvolles ist, was sie bewahren müssen und dass sie was, also das ist auch wieder kitschig, dass sie was Göttliches haben und wir haben diese Landschaft nicht gemacht, sondern die Erde hat sie selber geschaffen und das möchte ich da durch meine Darstellung ein bisschen betonen. Ja, das ist, vielen Dank, dass du das auch noch ansprichst. Also das finde ich ist auch bei mir so eine Erfahrung, die ich da direkt habe, wenn ich auf deine Werke blicke. Auch natürlich manchmal gepaart mit einer gewissen Schwermut oder auch mit einer gewissen düsteren, tiefen Stimmung, wie etwa hier in der Arbeit Thorstein. Und ja, also vielen Dank, dass du den Punkt auch nochmal angerissen hast. Vielleicht können wir abschließend noch einmal auf diese Arbeit eingehen, auf den Thorstein. Da war es bei mir beim ersten Mal von der Erfahrung tatsächlich so, also eigentlich hast du den Punkt recht gut benannt, dass man erstmal, dass der Mensch vor dieser Arbeit steht und nicht in der Arbeit. Und trotzdem ist es so, dass einen die Stimmung, die darin erzeugt ist, vollständig einnimmt. Und dadurch wird man dann eigentlich auch ein gewisser Teil von dieser Stimmung, weniger von dem Abbildenden. Ich finde, es passt wunderbar unter dem Begriff Verzauberung der Welt, um da einfach gegen unsere Sehgewohnheiten, gegen alles, was wir so gewohnt sind in unserem technisch
immer 1A geleckten Abbildungen, die wir aus dem Digitalen kennen, da auch was dagegen zu stellen. Und bei dem Torstein ist es mir so gegangen, dass ich im ersten Moment dachte, da geht gleich, also ich habe erstmal gar nicht gedacht, das ist ein Berg, sondern ich habe erstmal gedacht, das ist irgendein Lebewesen oder irgendwas, was im nächsten Moment aufsteht. Vielleicht magst du uns zu dem Bild abschließend noch erzählen, wie das entstanden ist. Und dann würde ich dir das Wort nochmal übergeben. Ja, das Bild haben wir mal auf einer Wanderung oder ich habe mehrere Bilder gemacht auf dieser Wanderung durchs Dachsteingebirge und war wieder Kommissar Zufall unterwegs. Es trübte plötzlich ein und es kam starker Nebel auf und ich stand vor diesem Torstein, der plötzlich verschwunden war und sich aber vor mir trotzdem aufwulste und auf mich zukam. Und das fand ich extrem beeindruckend. Ich habe das dann fotografiert und auch hier wieder meine Bildbearbeitung gemacht. Und so wie du es schon gesagt hast, man kann erst nicht genau sehen, was ist denn da eigentlich. Der Bilderrahmer wusste erstmal gar nicht, wie rum er es halten sollte, wo oben und unten war. Aber wenn man sich dann kurz darauf einlässt, sieht man das da auch, wie sich denn der Nebel um diesen Berg hüllt und oder der Stein sich aus diesem Nebel herausschält. Das könnte tatsächlich eine Riese sein. Und das ist tatsächlich ein totaler Kontrapunkt zu der Fotografie, die heute ja auch so ein bisschen üblich ist. Also wenn ich da so an Instagram denke, die Menschen, die Leute, die immer nur irgendwo einer postet was und alle anderen rennen hin, damit sie das auch posten kann. Und es muss immer ein super Peak sein und man sieht überhaupt gar keine richtigen Stimmungen und es geht nur darum, das abzuhaken. Und ich hab mich mit diesem Bild sehr lange, ehrlich gesagt, beschäftigt. Ich habe das mehrfach umgearbeitet, weil ich das erst anders bearbeitet hatte. Ich hatte das erst eher gelb, schwefelgelb und das war ein ganz schweres Ding. Bis ich dann nochmal drangegangen bin und daraus man könnte fast schon sagen, ein lichtes Bild gemacht habe und also für meine Verhältnisse und man sieht jetzt hinten im Nebel die Spitze des Berges herauskommen. Das hat man vorher nicht gesehen. Man hat vorher nur gelb und vorne den Wulst gesehen und jetzt wird das fast schon leicht und es gibt mir doch schon fast wieder Hoffnung. Ja, es ist ein hoffnungsvolles Bild, auch wenn man es vielleicht nicht so meint. Vielen Dank, Florian. Ich würde sagen, jetzt überlassen wir das Ganze noch den Fragen auch der Teilnehmer und wir können jetzt im Anschluss gerne hier noch ins Gespräch gehen. Florian, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute und für das Gespräch. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage schon mal bis gleich. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ihr immer so einen großen Aufwand betreibt, um Leuten hier eine Plattform zu geben. Und es hat mich sehr gefreut. Bis gleich.